Tim Sugar hier, der größte Käsefresser Wuppertals. Ich esse jeden Tag Käse, jeden Tag Milch für meinen gigantischen Bizeps. Aber ab morgen nicht mehr. Ey, voll krass eigentlich. Mal schauen, wie das wird. Let's go. Ich bin Lewis, ich bin 19 Jahre alt und ich versuche jetzt 10 Tage vegan zu leben. Ich bin Madeleine Börde und ich probiere ab heute eine 10 Tage vegan Challenge. Wie heißt das? keine Ahnung, wie das heißt. Knäckebrot? Was ich drauf packe, weiß noch nicht, wahrscheinlich Gurke. Weil wir halt noch nicht so richtiges veganes Zeug haben. Heute ist mein zweiter Tag. Zum Frühstück hatte ich wieder Haferflocken, wieder ganz kreativ. Sonst habe ich eigentlich nur Baguette gegessen. Gestern gab es ja dieses Buffet. Es war eigentlich, sah so lecker aus. Da gab es so viel Nachtisch und alles und so viel Kappes. Aber wir waren uns gar nicht mal wirklich sicher, ob die Brötchen überhaupt vegan sind oder nicht. Wir waren uns sehr sicher, dass alles andere dann nicht vegan war. Aber vegan habe ich da halt echt nur ein bisschen Salat und eine ganze Menge Couscous gegessen. War ganz geil. Ich google gleich, ob Brötchen vegan sind. Ich bete zu Gott, dass Brötchen vegan sind. Ich habe so einen Hunger. Oh, Jan. Ich habe heute Morgen irgendwie Milch vermisst. So. Und schon so den Geschmack von Butter, weil, also ich habe mir eigentlich Margarine gekauft, aber da ist irgendwie Buttermilch drin. Wuhu. Ich werde jetzt einen Salat für die Schule schneiden. Das mache ich auch so öfter. Ich hätte gerade fast so aus Gewohnheit zum Milch gegriffen und hätte mir jetzt so gerne auch was getrunken. Die Sache ist, seit ich Veganer bin, habe ich einen unstillbaren Hunger. Das ist meine, keine Ahnung, 11. und 12. Brötchen. Jetzt habe ich so fast einen ganzen Brotleib gegessen. So langsam fühle ich mich ein bisschen satt. Es geht schon klar, aber gleich bin ich unterwegs und hole mir erstmal eine richtig, richtig gute Ladung an Zutaten. Ich habe viele vegane Sachen gekauft, nämlich Schokolade. Hier steht's wirklich scharf vegan. Das möchte ich auch probieren. Vegane Schokomilch. Dann Brotaufstrich. Bin ich auch mal sehr gespannt. Und endlich Margarine, die auch vegan ist. Ganz besonders ist, ich habe mir veganes Eis geholt. Und das werde ich jetzt ausprobieren. Auf jeden Fall lecker. Schmeckt wie normales Eis. Außer die Brownies. Die schmecken künstlich. Hey, was geht ab? Hi, Tim hier. Hallo, Madi. Was geht? Wir machen vegane Brownies, die angeblich super, super lecker schmecken sollen und schwarze Bohnen so ein Zeug beinhalten. Also wir haben so ein paar fundamentale Probleme. Veganes Leben ist so einfach. Total. Sieht lecker. Lecker. Eine Bohnenkeule. Der Mixer hat angefangen zu rauchen. Das sieht man jetzt nicht mehr so krass, aber... Okay, wir lassen das nicht. Wir machen jetzt noch ein bisschen Pause, haben Fenster aufgemacht. Rauchmelder sind perfekt, sehr bald weg. Super. Festgestellt, dass ich dass die meisten Rockstars mit tierischen Produkten sind, also mit tierischen Aromen.
Und Rockstar trinke ich eigentlich immer so, wenn ich einen Tag irgendwas Aufregendes mache, dann, weil ich habe festgestellt, dass Rockstar mir, also ein Energy Drink, mir mehr Selbstbewusstsein gibt, weil ich dann halt so ein bisschen unter Zucker bin. Die habe ich noch nie probiert. Sind schön zuckrig. Riechen tut die Milch irgendwie nach gar nichts. Ich probiere es mal. Alles vegan. Das wird einfach richtig schokoladig. Ja, so. Sheesh. So. Übrigens, der Kuchen ist jetzt mega advanced. Wir haben jetzt irgendwie die dreifache Menge an geplanten Oreos draufgestreut. Plus geschmolzene Schokolade. Vegane Zartbitterschokolade, weil wir so öko sind. Und vier dicke Kleckse Erdnussbutter. Es ist voll pracht. Ich war gerade einkaufen, habe mir ein paar Sachen gekauft für 24,95 €. Riecht schon mal lecker, nach Pizza irgendwie. Schmeckt auch nach Pizza. Probiere ich mal die scharfe Sache. Interessanter Geschmack und scharf. Oh Gott, super scharf. Ich genieße das Veganismus-Sein gerade ehrlich gesagt mega. Wir waren ja dort bei diesem Seminar in Düssi und da gab es so viele Snacks, so viel Schokolade und so. Aber ich habe mich mega gut gefühlt, weil ich habe halt kein bisschen davon gegessen. Natürlich halt nur, weil ich vegan bin und nicht, weil ich irgendwie jetzt so voll auf Zucker verzichte, weil ich so voll gesund lebe. Aber es war krass. Ich fühle mich einfach richtig gut, weil es war so dieser übergestellte Grund, ey ja, ich esse halt keine Schokolade, weil da keine Milch drin ist. Aber ich esse einfach keine Schokolade. Ich bin der gesündeste Mensch der Welt. Ich bin einfach, keine Ahnung, Jesus, wenn er gesund wäre. Jesus hat Brot gegessen. Das war safe nicht vegan. Wobei, keine Ahnung. Ey, ich finde halt keinen passenden Vergleich, aber ich bin so gesund. Ich bin gesund wie der Hulk. Ich bin so grün wie der Hulk. Also, ich habe gerade Mittagessen. Es ist Tag 10, also mein letzter Tag. Es gibt heute aber irgendwie nichts Veganes. Deswegen habe ich nur Salat. Ja, das ist auch nicht vegan. Das ist ein Gemüse. Warum auch immer. Und ich wurde gerade sogar... Ja, was ist denn da drin? ...von meinem Koch angemotzt, weil ich was Veganes haben wollte. Komm, du bist sowieso Flexitarier. Da kannst du auch ein bisschen Chips essen. Heute ist Tag 12 oder Tag 13, ich weiß nicht. Und bisher bin ich ganz gut im Vegan, auch wenn ich geträumt habe, dass ich was nicht Veganes gegessen habe, ohne es zu bemerken. Aber es war zum Glück nur ein Traum. Und ja, alles läuft bisher ganz gut. 12 Tage vegan.